Servus, liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt und hier hereinschaut in diesen Kanal. Ich habe mir eine neue Maschine gekauft. Ich brauche eine Kanterschleifmaschine. Ich habe bestellen müssen. Schleifpapier habe ich bestellt. Hier diese Graphitunterlage und für den Schuh das Graphit mit Filzunterlage und so weiter und so fort. Und hier das Innenteil schön bündig geschliffen. Das habe ich jetzt mit einer Feile gemacht. Das hat eine Zeit lang gedauert, aber jetzt ist das ganz schön bündig innen. Und am Schluss noch, hier ist noch ein wenig, Schluss noch mit einem Schleifpapier. Das schaut jetzt eigentlich relativ original aus. Hier ist es innen gewesen und hier außen. Also schöner geht's nicht, finde ich. So, hier diese kleine Unterlage für den Schleifschuh, also für den Kantenschleifschuh, sagt man dazu, ist mit Selbstkleber, das wird auf das Filz aufgeklebt und dann hier gespannt. Und das ist hier für die ganze Eisenrückwand quasi, das wird angeklebt, damit ich mich beim Schleifen vielleicht leichter tue. Die Maschine wird sich leichter tun. Auf jeden Fall ist hier kein Kleber, hier werde ich ein beidseitiges Klebeband auftragen und werde es an das Eisen ankleben. Ich habe auch überlegt, das mit Batex anzukleben, aber ich glaube, das ist nicht sehr optimal, wenn ich es wechseln muss. Ich weiß nicht, wie das heruntergeht. Vielleicht geht es gut mit Terpentin, keine Ahnung. Und hier das Schleifpapier ist gekommen. Auf jeden Fall, um den Schleifschuh herzurichten, muss ich mal diese Flacheisen herunterschrauben, die mir das eigentlich niederhalten. Das werde ich mir natürlich als Schablone nehmen. Das wird hier so raufgeklebt. Und dann bohre ich hier durch und habe quasi meine Schablone. Lege ich mir unten ein Holz her, dann nehme ich meinen Bohrer, der diesen Durchmesser hat. Der ist ein bisschen größer, perfekt. Dann brauche ich die Bohrmaschine. Bohrmaschine ist der Strom leer. Jetzt ist wieder Strom. So, und jetzt sollte ich das heraufkleben. Und jetzt teile ich mir das schön auf. Und jetzt bohre ich vor. So, ich hoffe, das war's. Jetzt sieht es hier aus, wegen einer kleinen Arbeit, alles schmutzig. So, das werde ich abwischen, damit hier nichts im Weg ist. Aber wichtig ist sowieso nur dieser Teil hier. Und jetzt schraube ich das hier an, würde ich meinen. Schaut gut aus. Na, das funktioniert ja wie im Paradies. So, jetzt zeige ich euch einen Trick. Das dürft ihr aber keinen sagen. Den Schluss ziehe ich dann mit der Rage an, aber ich glaube, der Anfang ist super so, denn mit der Hand kommt man da nicht so gut hinein. So, jetzt wird es spannend. Jetzt habe ich mir gedacht, warum die Schraube so lang ist, weil ich natürlich das Flacheisen vergessen habe. Lasse ich, glaube ich, locker. Hier muss ich neu bohren. Jetzt hätte ich mir aber eigentlich denken auch können, dass das so nicht gehen kann. Okay, ich kann das aber so eigentlich auch ausschneiden. Ich glaube, das ist dasselbe, denn halten tut sowieso diese Stange. Ja, ich glaube, das ist es. Das ist jetzt
schön gespannt. Wenn ich hier jetzt noch anziehe, wird es noch mehr gespannt. So, jetzt gebe ich das Ganze in die Ratsche noch. Ich ziehe das nochmal an. Und jetzt, so hat es vorher ausgesehen, schon zu Tode geschliffen in Wirklichkeit. Jetzt habe ich hier ein wenig Ordnung gemacht. Und jetzt kommt das quasi für die Rückwand, oder wie man dazu sagt, 93 mal 22 ist das Ganze. Jetzt schneide ich es mal. 93 wäre hier. Ich schneide es aber um einen Hauch länger, damit ich am anderen Ende auch noch im Winkel schneiden kann. Obwohl, so genau müsste das jetzt nicht sein, aber so, jetzt drehe ich es um, so tue ich mich leichter. Und jetzt muss ich noch 22 schneiden. Das hat 24. 24 cm hat das Ganze, 2 cm weg. Dann haben wir 22, die ich brauche. Oh, jetzt bin ich verrutscht. So. Aber die Baustelle ist jetzt schon wieder beendet, denn ich habe kein beidseitiges Klebeband. In Wirklichkeit genügen 3 Streifen beidseitiges Klebeband. Denn was hat das zu halten? Der Schleifer, wie drückt das an? Das Papier gleitet hier so drüber, also es ist ja kein Reibungswiderstand hier, dass es verschoben werden kann. Aber zuerst muss ich mir das wieder besorgen. Es ist wieder einige Zeit vergangen. Das haben wir letztens zugeschnitten. Für euch ist das im Video wieder nicht zu sehen. Für mich ist das ein Sprung. Ich habe andere Kleidung an, habe in der Zwischenzeit ca. 3,5 Kilo zugenommen. Bis das Video fertig ist, waren da Gewichtsschwankungen drinnen unvorstellbar. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein beidseitiges Klebeband, um diese Graphitunterlage zum herkleben. Aber zuerst werden wir Erich anrufen, dass er in der Zwischenzeit herkommen kann, denn es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn wir diese Graphitunterlage zu zweit ankleben. Mein Handy. Erich. Servus Erich, wie schaut's aus, wie geht's dir? Aha. Okay Erich, na ist egal, das kannst du mir später auch erzählen, ja. Hättest du kurz Zeit auf einen Tee? Ich habe einen frischen gekauft, ganz was Besonderes. Ah, du bist ein Tee-Fan, na, das wusste ich nicht. Erich, bis gleich, das freut mich. So, Erich hat gesagt, er kommt und hilft mir, diese Graphitunterlage zum Raufkleben. Ich werde in der Zwischenzeit das Schleifband entfernen. Das lege ich weg, das haben wir letztens schon geschnitten. Und hier, das werde ich sicherheitshalber anspannen. Und jetzt warten wir auf Erich. Hallo? Hallo? Servus, Erich. Servus. Ich habe da was mitgebracht. Oh, was ist das? Eine Flasche Wein. Die bekommen normalerweise immer noch Großkunden. Was steht da oben? Ich bedanke mich fürs Vertrauen. Qualitätsarbeit. Auch keine Werbung. Was ist das hier, wo du den Daumen... Ich weiß nicht. Tu deinen Daumen kurz weg. Nein, ich will nicht. Erich, gib den Daumen weg. Das bin ja ich. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache ein bisschen... Warum hast du mich... Naja, dass ich hübscher wirke, also, wenn du neben bist. Okay, danke, Erich. Erich, könntest du mir kurz helfen, bitte? Hier nur wegwischen, beidseitiges Klebeband drauf und dann die Graphitunterlage raufkleben. Hier, dieses Band habe ich extra gekauft. Ich bin extra, ich weiß nicht mehr wohin gefahren, um dieses Band zu kaufen. Bei dir im Auto ist eines gelegen, das hat ähnlich ausgeschaut. Du bist aber erst letztens mit meinem Auto gefahren, seitdem... Ist das nicht mehr drinnen, oder was? Na, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht genau... Ich hole nur schnell ein Tuch. Dass wir das etwas reinigen. Reinigen wir das mit diesem Mittel einmal, oder? Ich würde sagen, warte, diesen Tisch probiere ich zum Hinunter. Nein, geht nicht, aber ich kann den herdrehen. Na, hier ist irgendwo, also hier macht man das auf. Ja, jetzt kann ich den wegdrehen ein wenig, ehrlich. Dieses Video dauert schon sehr lange. Weil ich immer warten habe müssen auf Teile, Erich. Welche Teile? Dieses Video mache ich schon 2 Monate, drehe ich da schon. Ach so? Ja. Deswegen ist so viel Rost drauf. Schön, dass du das so erwähnst. Sogar ohne Brille. Ohne Brille. So, ich denke mal, das dürfte. Dürfte reichen, oder? Und hier ist
Ein Gewinde zwar drinnen, glaube ich, oder? Nein, ist keines, weil da kann ich, falls ich hier mal den Furnierschuh raufgebe, bohre ich im Nachhinein von hinten durch. Brauchst du das Dettelmesser? Ich würde hier am Rand nur einmal so und einmal so geben, dass es am Rand ordentlich hält, obwohl nicht sein kann. Und drei Streifen so durch, oder? Was sagst du? Ob sich das ausgeht? Dann geben wir einfach nur so ein paar. Brauchen wir da einen Laser oder geht's? Nein, soll ich ein Stanley-Messer holen? Ach, hast du eines. Ein Wahnsinn. Du kannst es eigentlich bis rauf lassen. Die Folie werden wir... Ach so. Oder, ich weiß nicht. Na, mach was. Aber du. Da ist schon so eine Phase. Und ist das so... Magst du das sehr gut, Erich? Ja, wir hatten das... Sag, dass das mit beidseitigem Klebeband gehört. Hast es du gesagt? Nein. Ja, das ist aus. Das Klebeband ist aus? Mhm. Erich, hast du im Auto noch ein Klebeband liegen? Oh, da müsste ich nachschauen. Das ist alles? Ja, na viele Laufmeter sind da nicht. Na, das war ja, ist ja lächerlich. Hält das gut? 70 Kilo, glaube ich. Auf 1000 Quadratmeter? Am Quadratzentimeter? Nein, auf 75 Kilo. Auf welcher Fläche? Bis zu 75 Kilo pro Rolle. Ach so. Jetzt muss man das dividieren, dann weiß man, wie viel es auf einen Quadratzentimeter hält. Du mir das jetzt so raufgeben? Ich weiß nicht, schau mal nach, ob ich noch was habe. Soll ich mitgehen? Nein. Soll ich nicht mitgehen? Nein, ich mach das. Okay. Ich such selbst. Zu meiner Verteidigung, mit dem Erich gestern, er hat mich abgeholt. Ich bin in sein Auto eingestiegen und hab dieses Klebeband liegen gesehen. Hab dann gefragt, Erich, was machst du mit diesem Klebeband? Und er hat gesagt, er braucht das eigentlich nicht. Und jetzt ist es hier. Aber ich glaube fast, er ist draufgekommen, dass das sein Klebeband ist. Aber ich habe auch schon einmal bemerkt, dass er einen Bleistift am Ohr hatte, der mir gehörte. Also wir sind ziemlich in der Waage, würde ich mal sagen. Wir müssen aber aufpassen, er kommt, glaube ich, schon wieder. Gerade sind wir draufgekommen, das ist zu dick. Und wenn man dann schleift, dann bekommt man eventuell Buckel hinein. Also man muss doch mit Sprühkleber arbeiten. Erich wird das jetzt wieder entfernen. Zum Glück war das sein Klebeband, wenn das jetzt mein Klebeband gewesen wäre. Erich, das ist das, was von dir im Auto war. Ich weiß, ich habe es nämlich nicht gefunden. Okay, tut mir leid. Ich suche einen Sprühkleber, Erich, und dann geht's los. Warum hast du jetzt so genau geschaut? Ich weiß nicht, ich suche einen. Du wirst jetzt nicht glauben, nur weil ich dir jetzt einmal was gestohlen habe, dass das jetzt immer so passiert, oder? Ja, was? Na, weil ich das Klebeband gestohlen habe, jetzt stellst du mich her, wie wenn ich da jedes Mal was stehle. Ach so, aber ist das doch du. Aha. Hey, wo sprüht man an? Sprüht man das Eisen an, oder? Ich glaube, besser ist, wir sprühen das hier an. Ja, irgendwo, wo... Ja, hier rein. Oder? Ja. Warte, ich tue aber da trotzdem was her. Ist ja neben immer. Geht's? Ach so, der geht ja überhaupt gut. Du auch da mit deinem auf der Hand. Hast du geschüttelt? Ja, du, der geht nichts mehr. Nein, der ist auch kaputt. Ah, der geht ein bisschen. Ui! Was tust du? Na. Oh! Ein paar ist weg! Oh, der Sprühkleber ist kaputt. Oh! Okay. Das braucht ja nicht viel Halt. Ja. Okay, na, ich glaube, das ist eh schon mehr wie genug. Bekommen wir das jemals runter auch wieder? Naja, so was du schleifst, das hält wahrscheinlich eh 1000 Jahre. War das jetzt eine Anspielung? Nein. Warte, runter. Du musst erst niederdrücken und dann ziehen wir es nach vor. Tu mir ein Schleifband drauf und spannen es, dann liegt es überall an. Oder, Erich? Ja, das braucht sich ein bisschen, bis es trocken ist. Oh. Warte. Schleifpapier ist hinter dir, Erich, am Boden. Hinter dir, in der Schachtel. Schleifpapier? Ja, geben wir rauf, oder? Ja. Oder nicht? Sicher. Oder zwingen? Na, Schleifpapier, schön spannen. Ja. Das ist aber ganz schön. Ja, hier. Anders umdrehen. Und noch Zwingen ansetzen, oder? Ja, vielleicht so Zwingen. Hey, diese kleinen Ja, ein Brett. Ja, ich da schon ein Brett, ich hol Zwingen. So. Damit, ja. Soll in der Mitte angeben. Erich? Ja. Willst du einen Tee? Ja, wäre ich schlecht. Okay, wir trinken einen. Und Seife. Seife nicht.
Nein, dann ist der D auch schon wieder gestrichen. Warum hast du so schmutzige Hände? Na, wenn ich dir die Hand gebe, dann hast du auch schmutzige Hände. Tschüss, Manuel. Tschüss, Erich. Papa. Papa. Ich würde sagen, die Maschine ist sie fertig hergerichtet? Dieses Video, würde ich sagen, ist abgeschlossen. Das hat schon so lange gedauert, dass, was der lang ist, immer eine Zeit, habe ich damit gemeint. Und Monate. Ja, ja, ja. Vielleicht, wenn wir das nächste Mal arbeiten, werden wir zeigen, wie wir damit schleifen. Und dann sieht man quasi die Maschine im Einsatz. Ich werde aber noch kaufen müssen für die Absaugung was, dass sie von der großen Absaugung abgesaugt wird. Ich sage danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Erich sagt nichts heute. Erich? Was? Ja, tschüss. Das geht nicht runter. Erich ist ein bisschen überfordert. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefällt, drückt Daumen rauf, das hilft uns sehr. Erich, von was lebst du überhaupt? Was? Von was lebst du überhaupt? Was ist deine Einnahme? Meine Frau verdient gut. Wir brauchen Unterstützung. Drückt Gefällt mir und Daumen rauf und kauft unsere Sachen. Was verkaufen wir? Nudelbretter. Aber noch nicht. Wir haben noch keine Zeit gefunden. Okay, passt. Das Video ist abgeschlossen. Gott sei Dank. Zum Glück war das sein Klebeband. Erich, das ist das, was von dir im Auto war. Ich weiß. Ich habe vorher erzählt, wie du draußen was das hingestohlen hast. Aber zuerst werden wir Erich anrufen, dass er in der Zwischenzeit herkommen kann. Ich glaube, ich höre schon was. Ist eh super, immer dasselbe. Wenn Erich nur auf die Hand landet, immer auf irgendwo sein. Und ich bringe da irgendwas mit. Und du bringst da irgendwas mit. Ja, aber für das lässt nichts kriegst. Okay, und dann sage ich, was du arbeitest. Ich frage dich wieder, was du arbeitest. Das kommt aber nie richtig. Also, darfst du nicht drauf sein. Wieso nicht? Ja, das sag, was du willst. Dann musst du meinen Finger draufhalten bei mir jetzt. Was? Genau, du kannst den Finger drauf holen bei mir, dann kennt man da nicht, dass ich bin. Also. So.